Ich stelle drei Entwicklungen fest, die unseren Bauern Sorgen bereiten. Das ist die Preisentwicklung, nicht nur bei Milch, auch bei den schweinehaltenden Betrieben oder im Getreidebereich. Darüber hinaus müssen wir wöchentlich fast zur Kenntnis nehmen, dass zusätzliche Auflagen, bürokratische Verpflichtungen, Dokumentationspflichten und vieles andere mehr noch hinzukommen. Vornehmlich steht selbstverständlich jetzt auch das Thema Milch in Bayern. Rein deswegen, weil von den 108.000 Betrieben in Bayern 32.000 Milch erzeugen. Und von daher hat eben das Auswirkungen nicht nur für eine Branche, für ein Klientel, sondern für den gesamten ländlichen Raum. Das heißt, wir riskieren bei einem Strukturbruch, dass es auch große Arbeitsplätzeverluste gibt im vor- und nachgelagerten Bereich. Das Gesicht Bayerns könnte sich verändern. Und deswegen ist es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass wir weiterhin die Entwicklung steuern können. Deswegen brauchen wir politische Weichenstellungen, die den Landwirten in schwierigen Zeiten auch helfen. Sie wissen, dass ich gestern mit dem Milchgipfel unter der Überschrift "Es muss weniger Milch geben zu besseren Preisen" den Ansatz seitens des Bundes vorgelegt habe. Förderung, Unterstützung, aber auch strukturelle Maßnahmen, Marktmanagement bei den Molkereien, damit die weniger Milch bekommen, beziehungsweise die Milch, die sie verwerten können und das dann zu besseren Preisen führt. Wir haben über gesetzliche, ordnungspolitische und unterstützende Maßnahmen gesprochen. Ich begrüße die Soforthilfen, die der Bund angedacht hat und andenkt. Auch was die Liquidität anbelangt, müssen wir schleunigst handeln, weil viele Betriebe akute Zahlungsprobleme haben. Also hier ist aus meiner Sicht aber in erster Linie Brüssel gefordert, weil Brüssel die Kompetenzen hat, weil es keinen anderen Politikbereich gibt, der so vergemeinschaftet ist. Darüber hinaus möchte ich aber auch die Branche selbst in die Verantwortung nehmen. Wenn wir auf der einen Seite eine Nachfrageschwäche haben, auf der anderen Seite eine zusätzliche Produktion, ist es nachvollziehbar, dass wir im Markt Ungleichgewicht bekommen mit dieser Preisentwicklung. Und deswegen müssen die Molkereien zusammen mit den Milcherzeugern jetzt auch mengenregulierende Maßnahmen beschließen und müssen sich vertraglich über Menge, über Preis und über Laufzeiten verständigen.